Ja, hallo und willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Wir spielen, oder ich spiele, Horizon Zero Dawn. Und sehr, sehr umfangreich. Das ist man auf meinem Kanal nicht so gewohnt. Also, das wird ein, ich sag mal, 100% Let's Play. Weil wir spielen Story, wir spielen Nebenmissionen jeglicher Art, wir machen jeden optionalen Bereich, den man irgendwie auch nur machen kann. Und natürlich auch den DLC The Frozen Riots, der auch unglaublich gut ist. Und ja. Ich liebe dieses Spiel, es ist abgöttisch, es ist das beste RPG, was die PlayStation 4 zu bieten hat, ohne Wenn und Aber. The Witcher 3 kommt da noch ran, aber sonst hat es keine Konkurrenz, wie ich finde. Und ja, ich vergöttere dieses Spiel und kann es auch, glaube ich, gar nicht neutral bewerten, weil ich es einfach so liebe. Und ja, ich will gar nicht lange drumherum reden und wir fangen euch an. Und wir schauen uns gleich mal den Introfilm an, damit ihr wisst, worum es geht, wenn ihr das Spiel überhaupt nicht kennt. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, gebt ihnen eine Chance. Es hat es absolut verdient. Es ist einfach nur genial. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde.
Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. So, da haben wir schon ein bisschen was gesehen, was uns erwartet. Also wir spielen das kleine Mädchen, das sollte schon mal klar sein, ne? Was da ihren Namen gerade bekommen hat. Und ja, das ist anscheinend eine Waise. Und ihr Ziehvater ist irgendwie von Stamm verstoßen, warum auch immer. Das kriegen wir noch raus. Und ja, die Welt wird von Maschinen beherrscht. Am Anfang des Spiels, wieso, weshalb, warum die Viecher da sind und weshalb die aggro sind und keine Ahnung. Man hat keine Ahnung. Man kriegt das erst nach und nach heraus. In diese Welt reingeschmissen und hast keinen Plan von nichts. Und die Story tut Stück für Stück dich an die Hand nehmen und das nach und nach auflösen und irgendwann bumm, gibt's den Urknall. Aber ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, seit der DLC erschienen ist, habe ich es, glaube ich, nicht mehr gespielt. Und da habe ich auch die DLC vorrangig gespielt. Also, was in DLC noch so abgeht, das weiß ich noch etwas genauer. Das Spiel so an sich, vor allem den Anfang, weiß ich nicht mehr so. Mal schauen. Also sagen wir mal, es ist halb blind für mich. Also vieles weiß ich nicht mehr. Lassen wir uns mal überraschen. Aloy! Aloy! Hier, sieht das nicht bombastisch aus? Also zu der Zeit war das grafisch das Nonplusultra für die PlayStation. Du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ist das eine Art Höhle? So,
Wir sind hier, ja, ein bisschen runtergeknallt. Und jetzt müssen wir die kleine Aloy spielen, die 6 Jahre alt ist. Und ja, obwohl in dieser Welt ist das ja ein bisschen anders mit dem Alter. Also da hat das Kind schon ein bisschen mehr Verantwortung, weil man muss halt auf sich aufpassen. Uah, Ledermäuse! Ah ne, da sind wir ja runtergeknallt. Wir müssen in die andere Richtung. Weil... Klettern geht nicht. Ja, ich weiß es. Weil hier in dieser Welt muss man schon aufpassen auf sich. Weil jeder Schritt könnte der letzte sein, weil so eine dreckige Maschine einen umbringen könnte. Uah. Also zu der Zeit, das Spiel, als das erschienen ist, war das grafisch, glaube ich... Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Das Nonplusultra. So, mit 4 kann ich mich ducken. Okay. Ich bin irgendwie verkehrt gelaufen. Kann das sein? Wir müssen hier auf dieser Höhle auf jeden Fall jetzt rauskommen. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Metallwelt, so, so. Was soll das sein? Das kriegen wir jetzt hoffentlich raus. Da kann ich durch, ne? Jo. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Ja, das ist jetzt zu spät. Aber er ist nicht hier. Ach so. Die Kleine gefällt mir. Gefällt mir richtig. Ja, Ross sagt, ich darf das nicht, aber Ross ist nicht hier, also ist mir das egal. schauen wir uns mal um. Ach, das ist eine Leiter. Habe ich blinde Ochse gar nicht gesehen. Also wenn man das mit der anderen Umgebung vergleicht, ist das schon sehr, sehr high-tech hier. Am Anfang des Videos hat man gedacht, das ist hier irgendwie so ein Neandertaler-Setting, weil das so alte Stämme sind. Aber wenn man das hier so sieht... Und die Maschinenmonster, die draußen hausen, sagen auch was anderes. Die müssen ja irgendwie... Da vorne ist irgendwas. Ja, erschaffen worden sein. Und ja, da vorne ist irgendwas. Was denn? Was ist das? Da leuchtet irgendwas, okay. Ein Toter. Wie ist das? Da ist irgendwas. Ein Toter. Da glänzt doch etwas. Okay, zeig mal her. Jo, erstmal Grabschändung betreiben. Aber was ist das? Wie macht es das? Okay. Schalte den Fokus durch Drücken. Ah, mit R1 kann ich den an- und ausmachen. Okay. Und was bringt mir das Ding? Was bringt mir das? Hä? 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 Ah, jetzt habe ich so eine Art Radar durch den Fokus. Eine Metalltür. Verschlossen. Okay. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Okay, dann sag mal her. Brandschutztür, verstärkt.
Verschlussintrigate erhalten. Was ist das da? Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Ah, okay. Das Teil, was wir gefunden haben, hilft uns, die Tür zu öffnen. Okay, alles klar. Wie komme ich da hin? So, ne? Okay, alles klar. So, das Ding ist das, ne? So. Schloss in den Uhrzeiger drehen und gegen den Uhrzeiger. Wir drehen mal den Uhrzeigersinn. Passiert nichts. Ah, okay. Tür ist jetzt auf, ne? Ein Farbwechsel. Ja, Tür ist auf, okay. Dann dürfen wir jetzt rauskommen. Ein Farbwechsel an der Tür. Ja, das sagtest du bereits. Ich bin nicht schwerhörig. Ich bin manchmal schwer vom Begriff, aber nicht schwerhörig. Da liegt irgendwas. Ah, ich komme von hier aus da nicht hin. Ah, von hier bestimmt, ne? Nö, hier geht's nicht weiter, okay. Oh, kann man das jetzt schon einsammeln? Oder muss man hier später dann nochmal wieder hin? Oh, da blinkt irgendwas. Was ist das? Das kann man, glaube ich, mit dem Fokus angucken, genau. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Jo. Dafür ist nämlich das gute Ding gut. Das kann so versteckte Nachrichten, also das war ja gerade ein Hologramm, das war ja sehr, sehr offensichtlich, entdecken. Deswegen sollte man sich immer, wenn man an unbekannten Orten ist, also an sowas hier zum Beispiel, immer mit dem Ding ein bisschen umsehen. Weil man kann immer was Verstecktes entdecken. Draußen in der Wildnis entdeckt man nicht so viel, wenn man in solchen Gebäuden hier ist. Okay. Gut, das ist so kleines. So. Hier gabelt sich der Weg, ne? Wir können nach links und wir können nach rechts. Da das der richtige Weg ist, schauen wir uns erstmal rechts um. Das ist so. Siehst du, und? Oh mein Arm, okay, man sieht sie schon so, aber man kann sie nur mit den Dingen hier ziemlich. So. Und das ist so ein Ding, was man abspielen kann. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... Den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, das war's. Das sind so Nachrichten aus der Vergangenheit halt. Die geben manchmal ziemlich nützliche Infos. Die jetzt nicht so. Oh, da ist was. Ist ein Toter vor allem. Ah, der hat eine schriftliche Nachricht, okay. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Klana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht
verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Ja. Das hörte sich nach Selbstmord an. Ja. Wenn man hier in diesen Metallwelten ist, dann sollte man sich mit dem Fokus halt möglichst gründlich umschauen. Weil das sind halt so Nachrichten aus der Vergangenheit, die so ein bisschen was erzählen. Also, es ist nicht zwingend notwendig, um das Spiel durchzuspielen, aber man kriegt halt ein bisschen Hintergrundgeschichte. Was sehr, sehr cool ist, wie ich finde. Und man kann sich diese Nachrichten auch jederzeit im Menü anhören, also... Wenn man was vergessen hat, kann man sich wieder anhören und so weiter. Es gibt auch noch... Nicht nur diese Hörnachrichten, es gibt auch so schriftliche Dokumente. Deswegen dachte ich dachte eben, das wäre eins, aber das habe ich wohl verwechselt. Ich glaube, die kommen auch erst später. Ich weiß es halt echt nicht mehr. So. Hier, da ist zum Beispiel wieder was. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier, so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Okay. Warum sind wir hier gestorben? Das weiß ich nicht. Was ist passiert? Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht finden wir das ja noch raus. Da ist wieder so ein Datenpunkt. Hört sich sehr, sehr traurig an. Sonst ist hier anscheinend nichts mehr. Dann gehen wir durch die Tür hier durch. Wir wollen ja hier einfach nur weg. Wir sind ja... Aber ich glaube, wir gehen immer tiefer hinein. Anscheinend doch nicht. Er ist da. Rust hat mich gefunden. Das gibt einen Arschloch, ey, Leute. Ich komme. Ich komme. Wenn der rausfindet, wo du dich hier rumtreibst, dann gibt's einen Arsch voll, glaube ich. Oh, nee. Hier ist anscheinend der Ausgang. Aloy! Yeah. Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Wenn du wüsstest, wie tief sie drin war. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Mit 6 Jahren. All diese Formen. Was bedeutet
bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Ja, das ist nämlich das Heilsystem in Horizon Zero Dawn. Aloy, komm schon, sammle die Beeren. Man kann Pflanzen sammeln gut. Und... Jetzt isst die Beeren. Und ja, das sieht man hier relativ erklärt, Tutorial. Man kann halt Pflanzen sammeln, dann steigert sich dieser grüne Balken da und dann kann man einfach nach oben drücken und verbraucht das und heilt sich dadurch. Das sie ist so. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Wurmels Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Ja, wie gesagt, das ist das Heilungssystem hier im Spiel. Also, es gibt keine Medipacks oder sonst was, was es so aus anderen Spielen gibt. Man kann halt jederzeit diese Pflanzen sammeln und ja, wenn man Heilung braucht, kann man die dann einfach nehmen. Man sollte halt immer welche auf Vorrat haben. Weil der Tod lauert in allen Ecken. Was demnächst... Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ja, alle Maschinen sind gefährlich, aber manche sind weniger gefährlich als andere. Wie man, in Intro hat man ja diese Riesenviecher gesehen, ne? Also so freundlich wie da sind die nicht. Hm. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Ja, das ist auch so. Feature von dem Spiel, man kann sich hier in den hohen Gras verstecken, dann sehen die Maschinen eigentlich. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Das hat halt echt was von einem Dinosaurier-Roboter, ne? Bleib geduckt. Und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Okay. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Man muss halt... ein bisschen abchecken, was für Routen die Viecher nehmen und komm, dann... hier lang zurück. Je muss man sich, du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Ah, das erklärt uns Rost jetzt alles hier, wie man diese Viecher erledigt. Offene Konzentration wird halt meist mit dem Tod bestraft. Das war der letzte. Weiter geht's. Wolltest du mir nicht zeigen, wie man die platt macht? Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Ja, das sagen sie auch. Das Tarn und so zeigt mir, wie gut wir sichtbar sind. Hier. Das Auge sagt, man kann mich sehen. Dieses Minuszeichen heißt, ich werde nicht gesehen. Hui! Der hat's aber drauf. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben?
lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Wir sind eben an drei Maschinen vorbeigelaufen, Rost. Wenn du mir zeigen willst, wie man ja, dann hättest du das doch an denen mir zeigen können. Ah, Moment. Ja, wenn ich hier schon mal langlaufe, dann kann ich auch ein bisschen Sachen einsammeln. Das ist Holz zum Beispiel. Holz brauchen wir später, um Pfeile für den Bogen herzustellen. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Mhm. Es gibt, glaube ich, wie viele verschiedene gibt es? Warum 16, 17, 18, irgendwie sowas. Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Ja, aber nicht viele. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Es gibt auch Maschinen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Genau. Es gibt Maschinen, wie ihr gerade sagt, die vor einen weglaufen. Es gibt aber Maschinen, die machen das nicht. Gut. Die greifen dich dann halt direkt an. So. Und man kann halt alles in der Umgebung aussammeln. Ja, wir sind ja mitten im Tutorial noch. Folgt mir. Ja, ist ja gut. Mehr Steine brauche ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich brauche nur drei. Ah, das ist ein bisschen Heilung, oder? Ja. 15% der Maximalgesundheit. Was war's denn? Hör auf zu trödeln. Ja, ist ja cool. Hetz mich nicht. Du bist da oben, ne? Aloy, komm schon. Wie konnte man noch mal schnell rennen? Oder kann ich das noch nicht? Hier drüben. Anscheinend nicht. Okay, da sitzt er auf jeden Fall. Aloy, komm schon. Ja, ich bin ja da. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Das heißt, ich bin dein Bimbo. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wo bist du denn? Ich glaube, das war falsch. Wo ist denn... Wo hängt denn... Rosh rum? Rush, wo bist du denn? Ach, da unten bist du. Dann willst du bestimmt, dass ich da einen Stein hinwerfe, ne? Und jetzt killt er ihn, ne? Rush, die Maschine ist genau vor dir! So. Da hat er uns schon mal gezeigt, wie das geht. Das ist ein Stealth-Kill. So, komm, jetzt ist es sicher. Es ist auch nur noch eine kleine Maschine. Später ins Spiel kommen große Maschinen. Da ist nicht so einfach mit Stealth-Kills. Aber ich nehme schon wieder viel zu viel vorweg. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Genau. Das ist auch ein wichtiges. Man kann die Maschinen, nachdem man sie getötet hat, halt ausrauben. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Metallscherben, das ist hier die Geldeinheit in dieser Welt. Und das Draht, daraus kann man halt Materialien machen. So ist gut. Ein ganz simples Craft-System. Von den Pflanzen da drüben. Reinholz, das ist das da hinten, ne?
Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Genau, jetzt wird uns erzählt, wir haben halt einen Bogen, haben wir keine Munition. Aber man kann jetzt, weil wir ein bisschen Holz gesammelt haben, können wir damit Pfeile herstellen. Also man kauft die nicht in Läden oder sonst was, seine Munition. Man muss die halt in der Wildnis finden und herstellen. Da unten steht auch immer an, was man braucht. Und wie viele Pfeile quasi hergestellt werden. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Ja. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Okay, nichts lieber als das. Okay, er duckt sich. Machen wir mal auch. Ist ja unser großes Vorbild. Unser Ausbilder. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Ja, ich bin ganz still. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Ja, die haben die Augen als Schwachstelle. Und hier, da oben ist so eine Art Energiezelle, sag ich mal. Aber wir kümmern uns mal, wenn er das Auge erwähnt. Pass auf, Aloy. Beobachte die Beute. Ah, okay. Durch das Scannen kriegen wir nämlich die Schwachstellen raus. Und man sieht schon, da oben dieses Gelbe. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Doch. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. So, wir können den Bogen nämlich so spannen. Und dann... Treffer! Bam! Weiter feuern! Und zack. Erledigt. Yay, wir haben unsere erste Maschine erledigt. So. Können wir auch das Ding hier plündern? Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Ja, ja. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Okay. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Ja, wohin? Ah, mit L3 kann man sprinten. Ah, okay. Und was mit den Jungen passiert, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ciao, Leute!